Frankreich ist ein Land mit viel Natur. Eine Natur, die eine bunte und vielfältig duftende Flora hervorgebracht hat. Von Macchia, Heide oder Steineichen des Mittelmeerraums über die dunklen Nadelwälder der Vogesen und historischen Eichenhaine des Bourbonnais, den von Flurhecken geprägten Bocage der Normandie und der Bretagne, bis zu den unterschiedlichsten Gärten. Dieser Film nimmt uns mit ins Herz der typischen Landschaften Frankreichs und zeigt uns Männer und Frauen, die alle auf ihre Weise eine einzigartige, enge Beziehung zur Pflanzenwelt geknüpft haben, indem sie sie schützen oder nachhaltig erschließen. Und allesamt Vertreter der typisch französischen Lebenskunst sind, die vom Elsass bis in die Provence, von der Auvergne über die Touraine bis ins französische Jura auf subtile Weise Natur und Kultur vermischt. Unsere Reise ins Herz der Natur Frankreichs beginnt auf Korsika, das für die Vielfalt und Schönheit seiner besonders gut erhaltenen Ökosysteme bekannt ist. Die Castagniccia im Nordosten der Insel gehört zu ihren waldreichsten Regionen. Hier regiert die Kastanie, die der Hügellandschaft ihren Namen gab. Die einst wegen ihrer nahrhaften Früchte Arbre à Pain, Brotbaum genannte Kastanie, sicherte lange das Überleben, ja, den bescheidenen Wohlstand der Menschen, die die unzähligen Dörfer an den Hängen der Castagniccia bevölkern. Im äußersten Südosten des Eilands liegt die Region Porto Vecchio, die mit ihren zahlreichen Meerespanoramen ein beliebtes Touristenziel ist, aber auch einen weiteren Schatz birgt. Im Hinterland liegt die korsische Macchia, ein wilder Garten der Düfte und Aromen. Die dichte und artenreiche Pflanzendecke zählt etwa 2000 Pflanzenarten, von denen 78 endemisch sind. Stéphane Rogliano ist Gärtner und Bergführer. Er weiht uns in die Geheimnisse dieser empfindlichen und gleichzeitig resilienten Umgebung ein. Alles um mich herum war Anfang Herbst vor knapp 20 Jahren vollkommen schwarz. Damals brannte ein Feuer die ganze Gegend nieder. Knapp 20 Jahre später sehen wir, wozu die Natur in der Lage ist. Die Vegetation um uns entstand aufgrund dieses Feuers. Aus dem Feuer. Sie hat sich vollkommen angepasst und ist immer noch Macchia. Denn die Vegetation um uns ist nicht irgendeine Vegetation. Keine der Pflanzen, die wir hier sehen, ist vom Menschen gepflanzt oder gesät worden. Wir befinden uns hier inmitten der Natur, in der Wildnis, auf Korsika eben. Die Wildnis ist ihrem Wesen nach rebellisch. Und manchmal färben die Pflanzen auf die Menschen ab, die sich in ihren Anblick versenken. Unzählige exotische Blumen, darunter viele seltene oder endemische, wachsen zwischen einem dichten Gestrüpp aus Ginster und Dornensträuchern. Der Erdbeerbaum, hier Arbitro genannt, ist ein ganz besonderes Gewächs. Wie man gut sehen kann, haben wir hier Blüten und direkt darüber Früchte. Zwischen dieser Blüte und dieser Frucht liegt ein Jahr. Das bedeutet, dass der Baum blüht und gleichzeitig seine Früchte ausreifen und ihre Farbe von Gelb über Orange nach Rot ändern. Als Kenner der Flora der Macchia ist Stéphane auf Korsika der einzige Multiplikator wilder Pflanzen, von denen er einige schon vor dem Aussterben bewahrt hat. Sein Einsatzgebiet ist weitläufig. Die Macchia erstreckt sich bis unter Strandkiefern, Eichen und aufgegebene Kastanienhaine und bis hinauf auf 500 Meter Höhe.
Narzisstrosen, Strohblumen, Dornginster, Alpenveilchen. Die Liste der wohlriechenden Pflanzen ist lang. Der korsische Rosmarin ist einzigartig. Man muss ihn einmal riechen, um ihn kennenzulernen. Korsischer Rosmarin enthält sehr viel Verbenon. Aromatherapeuten zufolge ist Verbenon ein Molekül, das bei Leber- und Gallenbeschwerden eingesetzt werden kann. Wirklich sehr interessant. Und wenn man diese Pflanzen, zum Beispiel die Strohblumen, in einer anderen Umgebung pflanzt, werden sie nicht dieselben Aromen und Moleküle produzieren und damit ihre spezifischen Eigenschaften verlieren, die sie in ihrem natürlichen Zustand auf Korsika erworben haben. Auch das ist sehr interessant. Im Norden liegt das Désert des Agriates. Die einstige Kornkammer der Insel wurde von zahlreichen Bränden verwüstet und beherbergt nun eine vielfältige Vegetation. Unterschiedliche Sorten Macchia, aus der hier wilde Olivenbäume ragen, dort Erdbeerbäume und Steineichen und woanders diverse mediterrane Pflanzen. Lebensräume, die heute größtenteils unter Naturschutz stehen. Das Mare Nostrum ist das Bindeglied der mediterranen Ökosysteme seiner Inseln und angrenzenden Landmassen, deren Vegetation sich beim Ausbreiten an die ständige Brandgefahr anpasst. Am Rand des Esterel, eines Mittelgebirges vulkanischen Ursprungs im südfranzösischen Departement Var, liegen die Gorges de Penafort mit ihren typisch roten Felsen. Hier haben Feuer und Wirtschaft den Wald umgestaltet. Das einstige Reich der Korkeichen ist nun das Reich der Pinien- und Aleppo-Kiefern. Vor allem aber der Strandkiefern, die dem Feuer besser widerstehen als andere Nadelbäume. Die von Korkeichen flankierten Forste beherbergen eine vielfältige Fauna. An der Küste der Corniche de Mort liegt die Domaine du Réol, ein Konzentrat des Mittelmeerraums. Le Réol gehört der Schutzorganisation Conservatoire du Littoral. Der vom Landschaftsgärtner Gilles Clément angelegte Garten hat dem Talent des langjährigen Chefgärtners Stanislas Alaguillaume und dessen Team viel zu verdanken. Natürlich träumt jeder Gärtner davon, in allen Teilen der Erde nach Pflanzen zu suchen, die er in seinem Garten akklimatisieren kann. Ob dieser winzig oder riesig ist. Oft ist vom planetarischen Garten die Rede und wir alle sind womöglich planetarische Gärtner. Auf der Domaine du Réol wollten wir die unterschiedlichen Landschaften des Mittelmeerraumes nachgestalten. Aber das mediterrane Klima herrscht auch an anderen Längengraden weltweit, im Bereich um den 35. Breitengrad. In dieser Breite liegen Kalifornien und das Mittelmeer. Und auf der Südhalbkugel finden wir das Mittelmeerklima in Chile, Südafrika und Australien wieder. Das hier ist kein Ziergarten, auch kein wissenschaftlicher oder botanischer Garten im engeren Sinne, sondern vielmehr ein Garten, um das Leben zu verstehen. Die biologische Vielfalt des Mittelmeerraums ist bemerkenswert. Auf nur 2% der Landmasse wachsen 20% der pflanzlichen Vielfalt. Das sind etwa 26.000 Arten. Natürlich finden sich nicht alle diese Arten in Le Réol, zumal dieser als Garten konzipiert wurde, der in ständiger Bewegung ist. Arten kommen und gehen nach Belieben, sowie nach Gutdünken des Gärtnerteams. Wir haben einen starken pädagogischen Ansatz. Vor allem durch geführte Besuche, botanische Ausstellungen und die kürzlich eröffnete Gärtnerei. All unsere Arbeit, ob die der Animateure oder Gärtner, zielt darauf ab, bei Besuchern ein Bewusstsein für Ökosysteme zu schaffen. Und in der Gärtnerei der Domaine du Réol wollen wir die Pflanzen anbieten, die in unseren Gärten hier wachsen. Unsere Gärtner vermehren die Pflanzen, solange sie klein sind. Denn je kleiner und kompakter die Pflanze beim Einpflanzen ist, desto besser wächst sie in ihrem Garten an. Sie braucht nur eins. Sie will eingepflanzt werden, um regelrecht zu explodieren.
Alles, was der Mensch hier und weltweit tut, wirkt sich zwangsläufig auf die Vegetation aus. Jetzt im Herbst kümmere ich mich um das Entkrauten. Das ist sehr wichtig, um die Wege in einem guten Zustand zu erhalten, aber auch um den Boden zu reaktivieren. Indem ich die Kräuter herausreiße, kommt Bewegung in den Boden. Ich verschaffe ihm Licht, sodass die Samen im Boden keimen können. Jeder Gärtner hier kümmert sich um mehrere Parzellen, um mehrere Landschaften. Insofern ist es optimal, wenn jeder Gärtner in seinem Urlaub, wir sind ein Verein, in seine Bezugslandschaft reist und mit der Natur entnommenen Samen daraus zurückkehrt. Denn natürlich versuchen wir regelmäßig neue Pflanzen anderer Standorte hier zu akklimatisieren und möglichst auch in unserer Gärtnerei anzubieten. Im äußersten Westen der Provence liegt das Massif des Alpes, wo milde Winter, trockene und heiße Sommer, heftige Winde und karstige Böden außergewöhnliche und seltene Lebensräume wie die Trockenrasen geschaffen haben. Ihre zahlreichen Steilhänge beherbergen eine vielfältige Vogelwelt. Vögel und Touristen gleichermaßen schätzen das Highlight des Gebirgszugs, Les Baux de Provence, dessen altes Schloss aus dem 13. Jahrhundert den Felsen Konkurrenz zu machen scheint und einen idealen Ansitz bietet. An den sanfteren Hängen der Südseite der Alpie dominiert der Olivenanbau. Oliven und Olivenöl aus dem Vallée de Beau sind sehr geschätzt. Die Bouche du Rhône, das größte Herkunftsgebiet für Olivenöl Frankreichs, zählt fast 1 Million Olivenbäume. Der Mittelmeerbaum par excellence verdankt seine Einführung nach Gallien vor 2500 Jahren den Griechen. Der symbolkräftige Baum fasziniert seit jeher durch seine Langlebigkeit. Wie Sie sehen, bewegt er sich. Er richtet seine kleinen Blätter nach oben wie kleine Ohren und er ist immer grün. Der Olivenbaum wirft seine Blätter nicht ab, ist also immer grün. Es ist ein ewiger Baum und wir sind dem Ewigen gegenüber immer ehrfürchtig. Es ist ein Baum, der uns überleben wird. Seit nunmehr fast 20 Jahren widmen sich Jean-Benoît Petit und seine Frau Catherine dem Abenteuer Olivenölproduktion. Sie besitzen 45 Hektar Olivenhaine und eine eigene Ölmühle. Die Oliven werden zwischen Oktober und November reif. Bei Jean-Benoît beginnt die Ernte unter strahlender Sonne und endet oft in eisiger Kälte, durch die der böige Mistral fegt. Was die Ernte selbst angeht, hat der Fortschritt ganze Arbeit geleistet. Früher wurden die Oliven mit einem kleinen Weidenkorb geerntet, den man vor sich trug. Es war eine Arbeit für die Frauen, die die Oliven von Hand pflückten. Jetzt versuchen wir es mit Schüttlern, allerdings welchen, die an unsere Bäume angepasst sind. Denn sie sind mehrere hundert Jahre alt und empfindlich wie ein alter Mensch. Man darf sie nicht allzu sehr schütteln. Wie wohl jeder Landwirt hat sich auch Jean-Benoît Gedanken über die optimale Anbaumethode gemacht. Ich bin kein Bio-Ayatollah, aber ich bin davon überzeugt, dass wir ein Luxusprodukt verkaufen, im guten Sinne des Wortes. Also kein Produkt für Snob, sondern ein handwerkliches Produkt allerbester Qualität. Man sollte alle Optionen abwägen und Bio ist eine Option für ein hochwertiges Produkt, auf die wir heute meiner Meinung nach nicht verzichten können. Die Olivenbäume, die wir übernommen haben, sind wohl 400 bis 500 Jahre alt. Damals waren wir in unseren 40ern und wir werden 30 Jahre lang mit ihnen arbeiten. Das ist die Größenordnung, die wir darstellen. Wir sind nur zwei von vielen. Die Bäume beobachten uns, beurteilen uns wahrscheinlich auch. Und wir tun alles, um uns ihrer würdig zu erweisen. Dieser Baum ist einfach fesselnd. Es ist wie ein Virus. Wir hängen daran und lassen nicht mehr los.
Südlich von Vaison-la-Romaine liegen die Dentelles de Montmirail. Eine erstaunliche Landschaft zerklüfteter, wie mit einer Axt bearbeiteter Bergrücken. Das noch ziemlich bewaldete Massiv wird allmählich vom Obst- und Weinanbau erobert. Seine bis zu 100 Meter hohen Kalknadeln genießen einen weltweiten Ruf. Zwischen dem Rhontal und den Cevennen gelegen ist Uzès, eine der kleinen Kapitalen der Hochebene des Gard, einer Heidelandschaft, deren Böden und Vegetation ideale Bedingungen für die Suche nach dem schwarzen Gold bieten. Zwischen den perfekten Reihen der Kastanienhaine sind Michel Tourneur und sein Hund auf der Suche danach. Gehen wir? Na, gehen wir. Man kann sich nicht mit Trüffeln und der Trüffelzucht befassen, wenn man keine Leidenschaft dafür hat. Bei uns hat die Trüffel eine Familiengeschichte. Ich bin die dritte Generation. Mit meinem Großvater fing alles an. Als Zehnjähriger bin ich erstmals mit ihm raus zur Trüffelsuche, die sehr bald seine Leidenschaft wurde. Er hat in den 50ern einige Trüffelbäume hier gepflanzt. Und mein Vater hat diese 15 Hektar große Plantage angelegt, die einzigartig in Frankreich ist. Mein Großvater hat mir die Leidenschaft und mein Vater das Werkzeug vererbt. Aus! Aus! Ich muss ihn bremsen, damit er nichts beschädigt. Fein, guter Hund. Der Trüffel ist ein symbiotischer Pilz, der unbedingt einen hochgewachsenen Baum braucht. Nicht zwingend Eichen. Auch unter anderen Waldbäumen können Trüffel wachsen. Die Wachstumszone der Trüffel befindet sich in den ersten 20 cm Boden. Schauen Sie, hier an dieser Wurzel. Drei Viertel aller Trüffel findet man in diesem Bereich. Die Wurzeln, an denen die Trüffel wachsen, sind kleine Wurzeln wie diese, die von einer sogenannten Mykorrhiza umwachsen sind, über die sich die Symbiose zwischen Trüffel und Baum abspielt. Dabei handelt es sich um einen Austausch, eine echte Symbiose, von der beide etwas haben. Der Baum versorgt den Trüffel mit kohlenstoffhaltigen Nährstoffen, wofür sich der Pilz revanchiert, indem er den Baumwurzeln ermöglicht, an Stellen vorzudringen, wo sie nicht hinkommen, und somit Mineralien besser aufzunehmen. Wichtig ist dieser Kalkstein hier, denn der sollte die Fähigkeit haben, den Boden immer wieder neu mit Kalk anzureichern, damit der Trüffel wachsen kann. Tja, wenigstens einer im Leben hat mich lieb. Geh, such, such. Aus, aus! In der Trüffelzucht gibt es keine Könige oder Meister, sondern nur Schüler. Wir lernen ständig hinzu. Es kommen viele Leute her, die glauben, ich könnte ihnen mal eben sagen, wie man Trüffel züchtet. Tja, die sind umsonst gekommen. Denn ich bin zwar in die Trüffelzucht hineingeboren, aber trotzdem sind da noch so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Je mehr man weiß, je besser man die Natur kennenlernt und sie entdeckt, desto mehr wird dir klar, wie komplex dieses Phänomen ist. Und desto schwieriger wird es, Rückschlüsse auf das zu ziehen, was wir erhalten. Der Gard ist eine der Pforten des Nationalparks der Cevennen, in deren wuchtigen Höhenzügen sich unter einer Decke von Kastanienbäumen tiefe Täler verbergen. Hier war der Brotbaum ebenso eine Religion wie der Protestantismus. Abrupt weichen die Cevennen der weiten Hochebene des Cosmejean im Departement Lozère. Der östliche Teil der von engen, tiefen Tälern umgebenen Hochebene ist mit Grasland und Buchsbaum- und Wacholderheiden bedeckt. Beim Anblick des chaotisch verkarsteten sogenannten Cosnu kommen uns die Steppen Zentralasiens in den Sinn. Weiter nördlich folgt die Auvergne, wo der Puy de Dôme sattgrüne, waldreiche Landschaften überragt. Auf der Straße in den Forêts im Osten des Departements erinnert die von dunklem Tann geprägte Landschaft manchmal überraschend an die Toskana. In dieser Landschaft von hohem ökologischen Wert beherbergt der Ort Viscontat, eine Stadt der Bienen.
ein kleines Königreich, über das Alain Benoît à la Guillaume herrscht. Ein Imker, der sich sorgt. Ich habe Probleme mit dem Überleben meiner Bienen. Oh. War das die Schallmauer? War der das? Für die Bestäubung sind Bienen sehr, sehr wichtig. Aber seit gut 10 Jahren wird es immer schwieriger, genügend Bienenstöcke zu bewirtschaften. Und die Sterblichkeit wird immer größer. Manche Jahre sind regelrecht katastrophal. Alain kam vor 35 Jahren aus dem Jura hierher, getrieben von seiner Passion für Honig und Bienen. Eine Passion, über die er gerne redet. Seine Art des Aktivismus. Das meiste, was man auf diesem Rahmen sieht, ist Honig. Er befindet sich in diesem Teil. Auch hier ist welcher drin. Aber der Unterschied ist, dass dieser hier reif ist. Man sieht innen den Honig glänzen. Hier ist er noch am Reifen. Sind Bienen unterwegs, fliegen sie instinktiv die Blumen in ihrer Umgebung an, um Nektar und Pollen zu sammeln. Eine Biene hat eine Reichweite von etwa 3 Kilometern um ihren Stock herum. Und daher arbeitet sie unablässig, um so viel wie möglich zu sammeln. Doch Bienen haben kein Gefühl für Mengen, weshalb sie immer weiter sammeln, so lange, bis schließlich alles überläuft. Und dann kann der Imker sich seinen Teil rausholen. Wenn ich sie einräuchere, ist das für sie natürlich unangenehm, denn immerhin verteile ich den Rauch auch im Innern des Stocks. Bis heute ist dies das einzige Mittel, um Bienen in Schach zu halten. Hier kommen gerade 2 Bienen zur Welt. Eine hier und da sogar eine dritte. Manchmal erlaube ich mir den Spaß, ihre Geburt zu beschleunigen. Dann spiele ich Bienenhebamme. Schauen Sie, das war's schon. Sie ist geboren. Und raus aus der Wabe. Die Compagne Bourbonnaise im benachbarten Allier gehört mit Sicherheit zu den unbekanntesten und verkanntesten Gegenden der Auvergne. Dabei bietet ihre von Flurhecken durchzogene idyllische Weidelandschaft einen herrlichen Anblick. Im Nordosten des Departements ragt aus dieser Bocage genannten Landschaft plötzlich ein Monument des französischen Waldes heraus. Der Forêt domaniale de Troncet ist einer der größten und ältesten Eichenwälder Europas. Das Holz seiner Traubeneichen, der hier vorherrschenden Art, genießt Weltruf und ist begehrt für die Herstellung von Fässern. Domanial bedeutet staatlich und daher ist es der Staat, genauer das Nationale Forstamt, das dieses Familienjuwel hegt und pflegt. Ein 10.000 Hektar Wald voller Baumriesen, in dem Timothée de Ferrières als junger Ingenieur seine Karriere als Förster begann. Bis heute ist er von diesem prächtigen Wald fasziniert. Schon als Kind bin ich in das Wäldchen unserer Familie gegangen, um dort zu arbeiten und ein bisschen Feuerholz zu sammeln. Und das hat in mir den Wunsch geweckt, Förster zu werden. Dem Revierförster steht ein Team von 8 erfahrenen und in der Waldarbeit versierten Forstbediensteten zur Seite, darunter Isabelle. Vor 5 Jahren haben wir das Unterholz ausgelichtet und dabei etwa 1000 Kubikmeter Holz entnommen. Und vor 4 Jahren waren es vor einer Aussaat 1660 Kubikmeter Holz. Zu Timothées Aufgaben gehört die Aufsicht über das Anzeichnen. 45, also über Auswahl und Markierung der Bäume, die im kommenden Winter gefällt werden sollen. 56, 64, 44, 44, 44.
Es ist spannend, weil es in diesem Wald viele Aspekte zu verwalten gibt. Als Holzproduzenten planen wir die Fällungen, markieren die Bäume und überwachen die Fellarbeiten. Auch die Jagd ist ein wichtiger Aspekt und zudem besuchen den Wald zahlreiche Erholungssuchende. Umweltschutz ist hier ein sensibles Thema, weil es sich um einen alten Wald mit einer hohen Artenvielfalt handelt. Hier sehen wir eine Menge Eichensetzlinge. Welche Zukunft erwartet sie? Deren Zukunft ist begrenzt, weil sie im Schatten stehen. Aufgrund des Lichtmangels werden sie es nicht schaffen. Aber darum geht es auch nicht, denn diese Parzelle soll ja nicht aufgeforstet werden. Zuerst einmal kümmern wir uns um die Setzlinge weiter oben. Stehen hier weniger Bäume, gibt es mehr Licht und wir können ans Aufforsten denken. Auch im Alter von 350 Jahren produzieren die Bäume noch Eicheln. Das ist schon erstaunlich. Und das hier ist der Colbert-Wald? Ja, wir sind hier im ältesten Teil des Waldes. Die Eichen hier sind im Schnitt 370 Jahre alt. Es ist ein kleiner Teilbereich, der mittlerweile ein Naturwaldreservat ist. Hier werden nur Bäume entnommen, die eine Gefahr für Wanderer und Spaziergänger darstellen könnten. Aha. Wir bewahren die Bäume aus ökologischen Gründen. Inwiefern ist diese Parzelle ökologisch wertvoll? In diesen alten Bäumen leben Insekten, die man sonst nirgends findet, und entsprechend auch viele Vögel. Im Süden des Departements Saône-et-Loire finden wir wieder den Bocage, die für landwirtschaftliche Gebiete wie das Brionnais typische Hecken- und Flurlandschaft, die den Charolais-Rindern beste Weiden bietet. Im Osten dominieren die beiden beeindruckenden Felsformationen Roche de Solutre und Roche de Vergisson, die Weinregion Pouilly-Fuissé. Die Felsen mit ihrer spektakulären und einzigartigen Landschaft sind ein bedeutender, seit 55.000 Jahren besiedelter Ort Frankreichs und Wahrzeichen von Burgund. Jenseits des Fossé de la Bresse erheben sich die ersten Höhen der Franche-Comté, des französischen Jura. Bei Ornans hat die Lou sich ein weites, dicht bewaldetes Tal gegraben, das den Maler Gustave Courbet, der hier geboren wurde, zu bewegenden Bildern inspirierte, die neben der Natur auch urwüchsige Szenen aus dem Leben in Ornans zeigen. Dieser Ort ist immer noch ein Quell der Inspiration. Estelle Meunier bedient sich an der Natur, um ihren detailliert ausgearbeiteten floralen Skulpturen Leben einzuhauchen. Ich betrachte mich nicht als Künstlerin, denn ich halte den Begriff Künstler für überstrapaziert. Ich sehe mich eher als Kunsthandwerkerin. Wir pflücken und ernten nicht. Wir halten Nachlese. Das ist ein wenig verwendeter Begriff, aber ich halte weiterhin Nachlese. Ich versuche, mit diesen unscheinbaren Elementen zeitgenössische Arbeiten mit zeitgenössischen Formen zu erschaffen. In diesem Wunsch, die Natur zu sublimieren und Emotionen zu erzeugen, liegt ein Akt der Schöpfung. Im alten Kloster von Ornans hat Estelle ihr Atelier für florale Kompositionen eingerichtet, wo sie ihre Kunst hervorbringt und lehrt. Die florale Kunst oder die pflanzliche Kunst ist eine eigenständige Kunst, die allerdings als zweitrangig eingestuft wird, weil ihr wahrer Wert im Westen nicht wirklich anerkannt wird. Die Asiaten, vor allem die Japaner, haben sie im Rang der Künste etwas höher eingestuft als wir. Und sie mögen sehr, was wir in Frankreich tun. Sie lieben diesen kleinen French Touch. Mir sagen sie dauernd, ich hätte den Estelle Touch. Ich versuche immer, meine Arbeiten auf poetische, feminine Weise zu erstellen. Ich liebe es, mit der Transparenz zu spielen. Ich liebe das Spiel der Materialien. Und ich versuche schon immer, eine Emotion hervorzurufen, zu provozieren. Die florale Kunst gehört für mich zur Kunst des Lebens. Wir nehmen den Amaranth. Nehmen alles weg, fügen ihn in die Struktur ein und lassen ihn über den Rand fallen. So.
Das ergibt einen netten, leicht passiven Aspekt. Sehr wichtig dabei, dass alle Stiele zur Mitte hin zusammenlaufen. Wir reden vom Erlernen des Grundwissens. Und dieses Grundwissen lernen wir in der Schule. Nachher geht es mehr um Weitergabe. Die florale Kunst ist ein Vektor des Wohlfühlens, was übrigens alle Besucher meiner Kurse bestätigen können. Sie bringt uns der Natur nahe und hat etwas Taktiles, etwas Beruhigendes und sicher auch etwas Erholsames. Ich denke, sie ist besser als ein Spa. Sie müssen die florale Kunst einfach mal ausprobieren. Mancherorts bildet das Tal der Lou sogenannte Reculés, verzweigte, tiefe Kerbtäler mit steilen Kalksteinhängen, wie sie typisch fürs Jura sind. Hier überwiegen heute Ahorn- und Buchenwälder. Nördlich von den Hochflächen des Juras stoßen wir ins Elsass vor, das von der deutschen Grenze bis zu den dichten Wäldern der Vogesen reicht, einem weitläufigen Mittelgebirge, das vor allem von Nadelwäldern geprägt ist. 40% der Fläche des Elsass sind bewaldet. Daher ist die Forstwirtschaft von besonderer Bedeutung. Prozent der Wälder des Elsass sind vom französischen Forstamt verwaltet. Eine regionale Ausnahme, die Forstwirte wie Maurice Henri freut, der sich um den Erhalt dieses schönen Naturerbes sorgt. Wir fällen nur so viel, wie der Wald in einem Jahr nachproduzieren kann. Und wir fällen nach dem Rotationsprinzip, sodass wir hier erst nach 8 bis 10 Jahren noch mal drüber gehen. So hat der Wald genügend Zeit, um sich zu erholen und zu wachsen. Schon als 14-Jähriger hat Maurice mit der Waldarbeit angefangen. Baumfällen und Holzrücken ist kein Zuckerschlecken. Doch um nichts auf der Welt würde er mit einem anderen Beruf tauschen. Er, der den rasanten Fortschritt der Technik miterlebt hat. Mein Vater hat noch mit Pferden Holz gerückt und auch ich habe dafür etwa 1,5 Jahre lang Pferde eingesetzt. Dann kam die Mechanisierung und, naja, mit den Maschinen von früher, die 15 bis 16 Tonnen wogen, haben wir den Boden verdichtet und tiefe Spuren durch sensible Bereiche gezogen. Da kam die Kranseilbahn als Abhilfe zu all diesen Problemen der Bodenschädigung gerade recht. Maurice gehört zu den wenigen Forstwirten Frankreichs, die diese aus Österreich stammende Technik einsetzen. Eine Art Seilbahn, die bis zu 4 Tonnen Holz auf einmal transportieren kann, ohne irgendwelche Schäden anzurichten. Voraussetzung ist jedoch auch hier ein eingeschworenes Team, das sich dem Schutz des Waldes verpflichtet fühlt. Die Technik breitet sich langsam in Frankreich aus, vor allem in Gebirgen. Knapp aus dem dichten Kronendach des Waldes der Nordvogesen ragen die Überreste einer bewegten Vergangenheit. Die Sandsteinruinen der elsässischen Burgen sind mittlerweile beliebte Kletterwände. 600 Kilometer weiter westlich freunden sich andere mit den Baumwipfeln an. In den einsamen Buchen- und Eichenwäldern der Touraine hegen manche eine besondere Beziehung zu den Bäumen. So auch der Baumkletterer Cédric Billot. Oft heißt es, wer einem Baum gegenübersteht, steht sich selbst gegenüber. Naja, je nach Tag und Baum. Es gibt nun mal Bäume, mit denen ich habe nicht zu allen dieselbe Beziehung. Ich weiß nicht, ob sie mit mir reden. Jedenfalls rede ich mit ihnen, wenn auch nicht mit Wörtern. Eigentlich habe ich viele Beziehungen mit vielen Bäumen. Ich bin ziemlich untreu. Halten wir hier kurz an. Das Ziel unseres kurzen Spaziergangs ist, die Bäume zu begrüßen. Und hierzu müssen wir erst den richtigen Baum aussuchen. Dann nehmt ihr ihn ganz fest in eure Arme, knuddelt ihn so richtig und lasst euch auf das ein, was dann kommt. Also nehmt euch Zeit, den richtigen Baum für euch auszusuchen.
Ich sage gerne, dass die Bäume mich gesucht haben. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, denn mir lag weder was an Bäumen noch an der Natur oder an sonst was. Das kam alles ganz langsam. Erst während meiner Umschulung habe ich die Natur entdeckt und das hat mein Leben verändert. Okay, alles gut? Was wir hier vorschlagen, fußt auf dem Wohlbefinden im Hier und Jetzt. Mit der entsprechenden Technik kann ja fast jeder klettern, aber was wir hier anbieten, ist ziemlich leicht handzuhaben. Wir klettern auf eine Zerreiche, die uns bereits ungeduldig erwartet, so wie wir sie. Seid ihr bereit? Auf geht's! Das richtige Anbringen der Seile ist sehr wichtig, denn sie garantieren die Sicherheit der Kletterschüler und die Unversehrtheit des Baumes. So, klettern wir? Ich spanne euch die Seile. Ihr setzt euch ins Geschirr, wir bringen die Fußschlaufe in Hüfthöhe und ihr steckt euren Fuß hinein. Dann greift ihr das Zugseil. Super. Die Ferse unter dem Hintern, das ist sehr wichtig. Dann steht ihr auf und schiebt den Knoten hoch. Ich klettere besonders gern in die großen Platanen. Das ist herrlich, denn sie bieten so viel Raum. Sie wachsen sehr breit und haben riesige Äste. Ein Pappelhain begeistert mich weniger als eine 250 Jahre alte Eiche mit riesigen, offenen Armen, die dir sagt, komm, komm, ich warte auf dich. Im tropischen Regenwald bin ich fast 57 Meter hochgeklettert, mit unglaublichen Ausblicken auf einen Urwald bis zum Horizont. Das versetzt uns wieder zurück in unsere Rolle als Tier. Wenn es für mich einen Traumort zum Klettern gibt, ist das der Yellowstone Park mit den größten Mammutbäumen des Planeten, den größten Bäumen der Welt. Die Bäume sind geschützt, also dürfte das schwierig werden. Aber in solch einen riesigen Baum zu klettern, einen echten Giganten, der über 100 Meter hoch ist, sowas will ich mindestens einmal im Leben tun. Oder sie zumindest anschauen und ein bisschen knuddeln. Das ist eine Begegnung mit der Pflanzenwelt. Es stimmt schon, dass es einen Austausch gibt. Der Baum, auf den wir heute Nachmittag geklettert sind, da fehlt noch was. Ich glaube, ich bin für heute noch nicht mit ihm fertig. Ich sollte besser zurück und die Sache zu Ende bringen. Das Tal der Loire ist die Gegend der großen königlichen Schlösser und ihrer prächtigen, von der italienischen Renaissance inspirierten Gärten. Die Gärten des Château de Villandry sind eine Wunderwelt der Pflanzen. 1906 erworben von einem spanischen Arzt, wird das Anwesen heute von seinem Urenkel Henri Carvalho verwaltet, der die Pracht dieses außergewöhnlichen Gartens erhält, in dem der Kohl ebenso edel ist wie die Rose. Das Besondere an Villandry, an diesem Garten und an der Architektur des Schlosses ist, dass sich im Lauf der Jahreszeiten und des Tages ständig etwas ändert. Es gibt die Morgensonne, die Mittagssonne und die Abendsonne. Und die Sonne spielt gewissermaßen mit der Bepflanzung und dem Stein. Ich spaziere den ganzen Tag durch die Gärten und immer wieder entdecke ich etwas anderes. Dies ist ein sehr formeller Garten, der viel Pflege verlangt. Zum Beispiel, allein der Schnitt dieser kleinen Buchsbäume nimmt 3 bis 4 Wochen in Anspruch. Und dann gibt es noch die Linden. 1200 davon, die wir individuell schneiden. Es gibt 8 Kilometer Hainbuchenhecken, Apfel- und Birnbäume, Rosen. Das ganze Jahr über sind die Gärtner am Schneiden. Die Gärten sind in Etagen angelegt. Auf der 2. Ebene haben wir die Ziergärten und auf der 3. Ebene dort eine große Wasserfläche. Und dieser sogenannte Sonnengarten, der an einen englischen Garten erinnert. Aber alles ist von einer Hainbuchenhecke ordentlich umrahmt, um die allgemeingültigen Anlageprinzipien eines französischen Gartens einzuhalten. Der große, dekorative Gemüsegarten wiederum vermengt die mittelalterliche Tradition des Kräutergartens mit den Einflüssen der italienischen Gärten aus der Renaissance. Gestutzter Buchs und leuchtende Blumen, Beete mit Lauben und Eiben in dekorativen Formen oder Labyrinthen bilden in Villandry formidable pflanzliche Ornamente,
die seit 2008 keine Pestizide mehr gesehen haben. Zwar haben sich die französischen Könige im Tal der Loire zur Jagd in den weitläufigen Wäldern niedergelassen, doch regte ihre Anwesenheit auch die Passion an, unzählige Pflanzen zu erforschen und zu kultivieren, um die Gärten und Küchengärten des Adels zu schmücken. Etwa 50 Kilometer südöstlich von Villandry liegt Chédigny, ein charmantes kleines Dorf, das in der Gegend für seine Rosen bekannt ist. Und für seinen Gemüsegärtner Xavier Mathias, ein leidenschaftlicher Vorkämpfer für pflanzliche Biodiversität. An Pflanzen begeistert mich, dass es stille Lebewesen sind. Dieser Aspekt hat es mir ziemlich angetan. Ich finde das angenehm. Und ja, irgendwann sprichst du sie eben an, denn es sind ja immerhin auch Lebewesen. Das ist der Mönchspfeffer, eine ziemlich interessante Pflanze. Sie wurde in Klöstern angebaut, weil Mönche kein Anrecht auf echten Pfeffer hatten. Der galt als ein wenig zu erregend, also mussten sie auf einen Ersatz zurückgreifen. Und dies ist eine der Pflanzen, die ihnen erlaubt war. Die Beeren sind ziemlich herb und scharf. Lustig ist, dass ich seit 5 Jahren versuche, sie zu Hause zum Keimen zu bringen und es mir nie gelungen ist. Dabei wächst er einfach so hier im Dorf. Beim Rittersporn machen wir einen Kopfschnitz. Danach brauchen sie die richtigen Bedingungen zum Wachsen, am besten tropische Verhältnisse. Wir probieren alles aus, was uns interessant erscheint. Ich renne nicht dem Trend nach alten, vergessenen Gemüsesorten nach. Mich interessiert einfach nur die Vielfalt. Manchmal besinnt man sich auf alte Sorten oder Arten oder solche, die früher ausprobiert und dann aufgegeben wurden, wie Yacon, Yams oder Oljuko. Doch unsere Geschmäcker haben sich ebenso verändert wie unsere Ess- und Gärtnergewohnheiten. Und diese Pflanzen sind letztlich viel besser angepasst. Seine Erfahrung und Begeisterung machen Xavier zum Lieferanten und Berater der großen Gemüsegärten der Region, wie der des Château de Chaumont oder des Château de Valmer. Außerdem ist er Ausbilder für Permakultur im Potager du Roi am Schloss Versailles. Das hier ist kein Beruf im eigentlichen Sinn des Wortes. Es ist eine Lebensart. Ich bin froh, dass Sie den Winter überstanden haben. Das war nicht einfach. Das hier ist Rauram, vietnamesischer Koriander. Er könnte für ein Unkraut gehalten werden. Unser Vogelknöterich sieht ganz ähnlich aus. Das hier ist außergewöhnlich. Es ist Plectranthus, Antillenthymian. Man darf damit nur über den Teller streichen. Andernfalls ist das Aroma viel zu stark. Um meine Zitronenverbenen mache ich mir Sorgen. Ah, meine kleinen Ananassalbei. Was ich an manchen Pflanzen mag, ist ihre Eindeutigkeit. Die hier heißen Ananassalbei, also müssen sie das entsprechende Aroma haben, sofort und direkt. Heute höre ich das nicht mehr, aber vor 10 Jahren hieß es oft, und ihr Zeug da, kann man essen? Wenn die großen Köche sagen, das kann man nicht nur essen, sondern es ist auch noch sehr gut. Wenn zum Beispiel ein Koch eine Yacon mit Schokoladensauce serviert, dann zeigt sich ihr ganzes Potenzial. Im Anjou wiederum blickt man auf ein langes Erbe der Ziergärtnerei zurück, die heute Aushängeschild der regionalen Wirtschaft ist. Das Val d'Anjou ist zudem ein wichtiges großes Weinanbaugebiet, wo seit den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung Wein angebaut wird. Im Westen Frankreichs, vor allem in der Bretagne, herrschen noch Viehzucht und extensive Mischkultur vor. Doch die Zeiten ändern sich. Irgendwo im Herzen der ehemaligen Armorique liegt der Weiler Saint-Antoine, wo eine Pflanze angebaut wird, die heute wieder erhebliche Nachfrage erfährt und für die sich Christophe Latouche und seine Frau bereits seit 20 Jahren begeistern. Wir haben hier eine Hanfplantage angelegt. Das heißt, wir produzieren Hanf und verarbeiten ihn weiter. Wir haben Produkte entwickelt, die wir hier herstellen und im Eigenvertrieb verkaufen. Der Hanfanbau hat in Frankreich Tradition, vor allem im Westen.
Doch aufgrund der psychotropen Eigenschaften des Hanfs wäre die Pflanze beinahe ausgestorben, die einst auf fast 170.000 Hektar angebaut wurde. Heute, nachhaltiger Entwicklung verpflichtet, ist Frankreich der größte Hanfproduzent Europas. Hanffasern sind für viele Produkte gut. Das bekannteste sind Textilfasern, die kratzigen Laken in den Schränken unserer Großmütter, die Segel und Taue in der Seefahrt und so weiter. Als Textilie ist Hanf am bekanntesten. Hanfsamen sind ein außergewöhnliches Produkt. Unbehandelte Hanfsamen enthalten ein Öl mit mehr als doppelt so vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren als das bereits sehr hochwertige Öl der Sojabohne. Dank moderner Analysemethoden haben wir allmählich all die Tugenden dieser kleinen Samen entdeckt. Die Pflanze ist 70 Mal weniger umweltschädlich als Baumwolle und 35 Mal produktiver als Tannenholz bei der Herstellung von Papiermasse. Seine Samen enthalten 2,5 Mal so viele Nährstoffe wie Raps. Und Hanf wächst überall auf der Welt. Aus ökologischer Sicht kommen wir um diese Pflanze nicht herum. Und sie hat uns ständig Neues zu bieten. Schon jetzt stellen wir aus ihren Fasern 20.000 bis 25.000 direkte oder indirekte Nebenerzeugnisse her. Mit viel Arbeit ist es uns gelungen, ein hochwertiges Mehl und ein hochwertiges Öl zu produzieren, das wir wegen seiner ernährungsphysiologischen Tugenden nutzen und gerne auf Feldsalat, frischen Spinat oder warmen Ziegenkäse träufeln. Hanfmehl ist wegen seines Proteingehaltes sehr interessant. Und geschälte Hanfsamen ergeben ein aus ernährungsphysiologischer Sicht wirklich unglaubliches Produkt. Wir sind also sehr optimistisch. Im Zentrum und Westen der Bretagne finden wir wieder die typische Bocage-Landschaft, auch wenn die Hecken überall immer weniger werden. Mittlerweile ist ihr ökologischer Wert für die Artenvielfalt oder die Begrenzung der Bodenerosion anerkannt. Die Monts d'Arry bilden den wichtigsten Höhenzug im bretonischen Binnenland. Die empfindlichen Stechginster- und Erika-Heiden und die Torfmoore der kargen Gegend sind heute als wertvolle Naturgebiete eingestuft. Ein wertvolles Naturerbe findet sich auch rund um den Gipfel des Menezon, Wahrzeichen der Montagne Noire. Zu Zeiten der Kelten war dieser ein legendenumwobener Kultort, ein heiliger Berg der Druiden. Die Bretagne ist wegen ihrer in Reihen aufgestellten Findlinge berühmt. Bei Plesslin-Trigavou, nördlich von Dinan, liegt das Champ de Roche mit seinen 65 mehr als 4000 Jahre alten Menhiren. Zwar haben die Kelten diese Findlinge nicht aufgestellt, doch ausgiebig als Kultorte oder Begräbnisstätten genutzt. Manche Bretonen halten am keltischen Symbolismus fest. Die im 19. Jahrhundert aufgekommene sogenannte neodruidische Tradition drückt sich auf vielerlei Weise aus. Was ist ein Druide? Ein Mann der Eiche. Wir befinden uns hier unter Eichen. Ein Druide ist jemand, der ganz allgemein eine starke Beziehung zu diesem Baum hat. Und zur Natur, zu allen Elementen, die er täglich begrüßt, wenn er morgens aufsteht. Ein kleiner Kreis von Jüngern schart sich für eine rituelle Zeremonie um Myrdin, der seit etwa 40 Jahren Druide ist. Ich rufe die Geister des Nordens an. Heute haben wir eine Funktion als Zeugen. Wir erinnern daran, dass wir nicht nur aus einer griechisch-romanischen Tradition stammen. Das stimmt so gut wie gar nicht. Unsere Gegend ist mit einer anderen Tradition verwandt, der keltischen, die sich sehr auf den Kosmos bezog und dem Menschen einen gleichwertigen Platz neben anderen Reichen zuwies, wie dem Tier- oder Pflanzenreich. Der Mensch steht also nicht über allem. Er ist Teil davon und muss das beachten, wenn er weiterleben will.
Wir wollen nicht nur über Religion reden, das wäre zu kurz gegriffen. Natürlich gibt es eine Beziehung zwischen Erde und Himmel, zum Kosmos. Aber dies ist auch eine Denkart, eine Philosophie, eine Lebenskunst für den Alltag. Ich rufe die guten Geister des Ostens zu uns durch den Lachs, der sich im reinen, klaren Wasser der Ursprünge tummelt. Wie auch immer unsere Tradition oder Spiritualität aussehen mag, es ist augenscheinlich, dass wir alle uns wieder mit der Natur verbinden müssen, um unseren angestammten Platz wiederzufinden.